Hallöchen Leute, schön, dass ihr hier seid beim Minecraft. Gut, wir werden uns jetzt wieder ein bisschen mit Draconic Evolution beschäftigen. Hier mein schönes Item. Das wird zusammengestellt, ganz einfach. Eigentlich kann sich das jeder Idiot leisten. Das ist so ein irgendwas Manipulator. Aber der hat es in sich, Leute. Unterschätzt den mal nicht. Ihr müsst ihn natürlich irgendwo hinstellen, wo ihr Strom habt. Wir haben natürlich hier nicht wirklich Strom irgendwo. Wir sollten uns mal ein bisschen Stromgedanken machen. Tja, wo bauen wir den hin? Wäre ja irgendwo hier wäre interessant. Weil hier, ach, da draußen möchte ich nicht so viel bauen. Hier haben wir Deep Dark, ist auch schon belegt. Hier ist auch schon belegt. Hier oben drüber wäre noch was. Der braucht Strom. Und zwar 4 Milliarden. Millionen. Wie geben wir das jetzt? Am besten mit einer Energie. Energie. Wie heißen die Dinger jetzt mal wieder? Wenn man es braucht, hat man es. Ja. Wenn man es braucht, hat man es nicht. Wie ich immer sag. Da. Die brauchen wir. Wir brauchen die Receive Energy. Da. Da fehlen uns solche Dinger. Diese Flachsdinger, so Resi. Und da fehlt uns jetzt in der Mitte der Redstone. Echt original, uns fehlt Redstone. Dann nehmen wir mal zwei mit, dann kann ich einen hier oben reinklatschen. Und einen bauen wir hin. Ja. Müssen wir halt so. Den Original hier runtergetan. Wir sagen. Output, Input, Output, Input, Output. Genau. Dann lädt sie da ja auf. Und was können wir damit sagen? Wir können damit sagen, Wetter oder Zeit. Hier oben. Ihr seht schon, wir können sagen, der Regen soll stoppen, der Regen soll starten, der Sturm soll starten. Und Zeit kann man sagen, eben Mitternacht längst oder 24 Stunden später oder stoppen. Stoppen? Kann man die Zeit stoppen? Wir haben jetzt 11.14 Uhr, stopp. Warte mal. Stopp. Okay, wahrscheinlich nicht. Man kann wahrscheinlich nur den Vorgang, den man ausgewählt hat, abbrechen. Jetzt macht das mal eine Animation und wenn ich jetzt Stopp drücke, bricht er die Animation ab. Gut, okay. Das geht. Ich kann einfach mal sagen, Sunmask, und da sieht immer die Animation, kommt ein Partikel raus. Er macht einen Mutt-Sound hier. Die dreht sich so und die Sonne bewegt sich hier. Zack, zack. Und der Mond kommt. Und wir können schlafen gehen. Und tun, so schnell kann man Tag beginnen. Also interessant ist es ja eigentlich nur, wenn man zum Beispiel Nacht braucht oder ja, weil Tag machen kann man eh mit dem Bett. Aber Nacht eben nicht. Oder wenn man Sturm braucht. Kann man das verwenden. Ja. Zeit ist, ich glaube, eher uninteressant. Früher war es interessant gewesen, wo man mit extra Utilities Mitternacht gebraucht hatte. Aber sonst eher für Sturm oder so, werde ich euch später mal zeigen, was man damit machen kann. Dann ich wollte mal um 2 gehen. Wir haben hier unten Draconic Evolution. Problem bei der Sache ist, es funktioniert nicht so, wie ich mir erhofft habe. So, wir haben hier Items. Und zwar haben wir genau das Problem, dass wir hier Avocado eigentlich nähern kann man das Problem nicht. Wir sagen, was darf hier rein? Hier darf Netherstern rein und Draconic Block. Und das ist erster und der Niederstein brauchen wir aber für kein Crafting-Rezept noch nie. Doch hier Import 1 Niederstar. Doch. Und hier. Eigentlich sollte das Problem nicht auftreten. Das Problem ist, dass es auftritt. Das tretet auf, weil hier eure Switzerland Round Robin ist an. Der ist auf langsam. Maximal 1. Perfekt.
Es gibt trotzdem noch irgendein Problem da mit dem ganzen Dreck hier. Wyvern Core und Avak Draconic Ingot. Die werden ab und zu mal hier oben doppelt reingefüllt. Heil. Ein Grund dafür. Hier darf kein Draconic Block. Hier darf kein Draconic Block. Warum eigentlich Draconic Block? Warum kein Nethers da? Müsste hier genauso ein Nethers da rein. Aber wir haben unser Weiles Armee. Nethers da. Es darf ja kein Ding rein und kein Nethers da. Und das war das Problem. Ah. Deswegen hat das nie geklappt. Weil der Nethers da gefehlt hat. Wir brauchen ja Nethers da in der Mitte. Und es kann ja sein, dass es ja so ist, dass er natürlich erst fängt, ja, dürfte eigentlich auch nicht sein. Weil er fängt ja immer erst in der Mitte an, die Items reinlegen. Er will ja immer hier zuerst das Item reinlegen. Und dann geht das hier. Ja, egal. Auf alle Fälle hat es eine Zeit lang nicht funktioniert, deswegen. Ah, Wacke. Kann ja jetzt nochmal 3 Stück von den Kraften. Nee. Ich müsste eigentlich immer ein und ein. Aber wie kann man ein und ein Kraft? Weil das ist auch das Problem eben. Es gibt ja da irgendwie so eine Möglichkeit vielleicht. Hier zu sagen, dass du Trigger Autocraft im Witwitz noch Signal. Yes. Das heißt, wenn du ein. No. Na, es geht auch nicht. Es hat immer nur ein Rezept hier Kraft. Weil wenn ich hier. Ich teste einfach mal. Wenn wir jetzt hier sagen. Aber cool. 4 Stück. Hat er alles? Ein Startdrücke. Was macht er da unten? Er packt auf einmal hier nichts rein. Doch jetzt, okay. Er packt 3 Niedersterne gleich rein. Ich habe aber viel gesagt, oder? Ja. Der vierte wird ja genau benutzt, okay. 3. Wird dessen mal, ob es funktioniert. Das mit dem Chargen läuft gut. Da müssen wir vielleicht hier mal gucken, dass wir hier ein bisschen was Besseres kriegen. Von diesen Wahlendinger. Wenn wir gleich mal gucken, was passiert, wenn der fertig ist mit den Kraften. Ich kann sich jetzt schneller machen, möchte ich aber nicht. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, ist eh gleich durch. Und er macht nichts. Er drückt nicht erneut auf Start, weil der hier noch getriggert ist. Da müsst ihr kurz mal. Hier müsst ihr noch einen Puls formen. Einen Puls formen. Impulsformer. Bus irgendwas? Nee. Wie heißt das da? Projektret. Projektret. Da haben wir die ganzen Dinger. Wir haben hier. Orgit? Not. Nein, 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 nein. Buffer? Nee. Multiplex Puls. Achso, Trottel. Richtig schreiben wir auch gut. Wir haben keine Torches. Torches. Mach mal so. Sicher, sicher. So, dann schreiben wir dann nochmal. Puls. Puls. Pulse, okay. Pulse, dann hat Pulse.
Junge, Bullseye. Zack. Und dann ein Bullseye, bitte. Oh, und den dann da reingeklatscht. Und dann müsste das, ich glaube, funktionieren, oder? Gehen wir davon aus. Wobei, nee, auch nicht unbedingt, weil der den Bus hier nicht verliert. Mal gleich sehen, ob es funktioniert. Er kraftet hier dann noch fertig. So, das ist dann nicht re-getriggert, weil der ja hier immer einen hohen Wert hat. Wie könnte man das eigentlich machen? Da müsste jedes Mal einen neuen Puls senden. Wie kriegen wir das zusammen? Brum, 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 brum. Mach mich was mit deiner Glock, das ist mir schon bewusst, ja. Das heißt, wenn der hier Item drin hat, zack. So geht's. Wenn ich jetzt zum Beispiel an wirklich sollte ich 4 haben, wenn ich jetzt noch 2 bestelle. Mache ich ja wieder alles richtig rein, hoffentlich. Wie das Stahl ist hier drin, das fehlt dann noch einer rein, theoretisch. So, kriegt einen Impuls. Perfekt, fängt an. Hält aber den Ding hier. Da müsste aber loslassen. Geht aber nicht. Kann man den irgendwie einstellen? Nein, kann man nur. Kriegt man da verschiedene Dickzahlen aus? Je nachdem, welchen Status er gerade hat. Wenn wir auch nicht kriegen, gell? Vermutlich nicht. Ich schätze mal, wie könnte man den so automatisieren, dass es funktioniert? Geht aus. Habe ich nicht 2 gesagt? War das jetzt 2? Einer. Doch 2 gesagt, oder? Nö, wahrscheinlich doch nicht. Okay. Kann sein. Dragonic. Dann machen wir das mal so noch. Zack. Und hier dann Start. Mal gucken, ob das auch funktioniert, das Rezept. Zack, hat er, okay. Das ist halt echt fraglich, wie das Ganze da funktionieren sollte. Der gibt dann auch das Signal raus. Wahrscheinlich ohne Redstone-Länge, oder? Kann man die abfangen? 5, wenn er kraftet. 6. Achso, das ergibt er dann ab, je nachdem, welchen Status er ziehen. Acht, okay. Zwölf. Also bei 15 ist er fertig. Zack. Und dann setzt er in 0. Es sei denn, er hat natürlich mehrere Items drin. Das heißt, wenn wir jetzt noch sagen, den 2-mal fängt er an mit nix. Irgendwann nochmal kriegt er Items. Oder auch nicht. Wir haben doch den Auftrag gegeben. Was fehlt denn, Junge? Was fehlt dir? Wenn wir hier nicht rausfinden, dann müssen wir nach Hause. Ihnen fehlt
Nee, der Stern. Missing Machine in Use. So, cancel all. Ah, bitte. Wo bin ich jetzt gelandet? Da wollte ich nicht hin. Okay, er muss wieder spawnen. Okay. Dum 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 dum. Geiles Lied. Okay, wieder. Wie könnte man das? Das könnte man ja auch automatisieren. Wie können wir das automatisieren? Das geht eigentlich ganz einfach. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das werden wir uns dann anschauen, ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.